Hi, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Risen. Eins. Uno. One. Ich höre auf. Ich muss mal gucken, wie das dann aussieht. Erstmal freut es mich, dass wieder Leute da sind. Ich freue mich auch über Kommentare und über Likes, ne? Also, freue ich mich wirklich sehr. Vielen Dank dafür. Ich habe ein bisschen an der Lampe rumgespielt. Mit dem Greenscreen. Ich glaube einfach, der Sessel ist nicht gut. Ich müsste mal was Schwarzes oder so besorgen. Der ist auch so ein bisschen... schon so ein alter Autosessel, ne? Also man sieht das hier auch. Da so weichen Stoff. Ich glaube, der ist mit dem Grünen und so, der kommt da nicht so klar mit. Aber ist ja auch egal. Funktioniert ja auch so. Wir packen das Ganze ein und wir machen einfach weiter hier. Wir ziehen den Feuerball und ballern einfach mal auf den schwarzen Wolf. Die Maus ist noch viel zu schnell, fällt mir gerade auf. Super, das sind einige. Das war Nummer 1. Scheiße, ey. Nicht mehr genug Mana. Nicht mehr genug Mana, das ist natürlich schlecht. Tja. Mir fällt gerade auf, wir haben auch immer noch Broncos Schwert. Du hättest aufgeben sollen. Ist mir gerade eben so aufgefallen, wir haben keine Lernpunkte. Na gut, nach dem Gürger sind wir auf jeden Fall nochmal Level up. Weil Seitenschläge wären schon Premium. Und mit 43 Stärke könnten wir bestimmt auch noch ein anderes schönes Schwert tragen. Sag ich, wie es ist. Erstmal ein bisschen Fleisch und ein paar Tränke. Und dann geht's weiter. Richtung Gürger. Das sieht aus, als wäre da oben noch was Schönes. Ich glaube nur, Rupert kommt da nicht mit. So wie ich ihn einschätze. Und ich glaube, da oben wartet auch wieder irgendwas. Naja. Okay, der Held war kurz weg. Ich habe kurz Angst gekriegt. Jetzt ist er wieder weg. Er ist einfach wieder weg. So eine Scheiße. Ich weiß nicht, woran es hängt. Keine Ahnung. Ich würde es gern wissen, aber... jetzt ist er direkt weg. Es ist doch eine Scheiße ohne Ende. Dass wir nicht mal an den kleinen Kletterkanten hier... irgendwas machen können. Er ist einfach weg. Er ist komplett aus der Karte raus. So eine Scheiße. Wieso ist das so verbuggt? Das hatte ich wirklich noch nie. Er ist einfach weg. Er sitzt einfach irgendwo in der untersten Walachei. Ich glaube, das könnte noch zu großen Problemen führen. Ich meine, das kann man immer noch mit Levitation später erledigen. So, das ist nicht das Problem. Aber... boah, scheiße ist das trotzdem. Das Problem echt mal googeln. Du hast keine Chance gegen uns. Er hat er auch nicht. Weil er jetzt tot ist. Viecher machen wir auch noch platt. So. Die anderen Viecher machen wir bestimmt noch platt. Tja, jetzt wird's kompliziert. Ich würde vorschlagen, weiter nach Norden zu gehen. Der Weg nach Osten gefällt mir Och, irgendwie Hubert. Nicht. Warum nicht? Die meisten Spuren der Gnome führen nach Norden. Es ist seltsam.
Aber es könnte gut sein, nach dem, was ich hier sehe, dass sie mit dem Gürger zusammenarbeiten. Tatsächlich? Vielleicht ist es ja auch nur Zufall. Wir werden es ja bald erfahren. Geh weiter. Och, Rupert. Nach Norden. Wäre hier lang, aber wir sind in einem Rollenspiel, ja? Wir gehen immer erst den anderen Weg. Da ist ein Keiler, das ist halb so wild. Du hast keine Chance gegen uns. Eine Heldenkrone. Das ist sehr gut. Die brauchen wir später für die Mana-Tränke. Hey du, ich habe ein echt schlechtes Gefühl bei dem Weg hier. Ich will ja nicht meckern. Aber hier oben sind wir verkehrt. Das habe ich im Urin. Hat er gerade hier hingepisst, oder? Ich glaube, da ist auch noch mal eine Aschebestie oder so. Da waren hier oben die Oger. Da ist eine Donnerechse. Die kriegen wir ja wohl hin. Du hast keine Chance gegen uns. Ah! Voilà. Auf, so schnell zu laufen. Ja, also mit Magie ist die ja halb so wild. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Warum habe ich mir das gedacht? Jetzt kommt er bestimmt gleich und sagt, wer gesagt, wir sind hier falsch. Ich wollte gerade sagen, fallen wir jetzt nicht hier runter. Aber Rupert hat das meisterlich gelöst. Also wir müssen hier eh nochmal her, ne? Und hier die ganzen Kisten knacken und... Von daher brauche ich jetzt hier nicht groß weiterlaufen. Das hat keinen Sinn. Er fängt eh nur an rumzumosern dann. Wie er es halt immer so tut. Der Rupert. Der Frechdachs. Deswegen gehen wir runter, seinen Weg, dann ist er glücklich. Und wir kriegen schneller Schlösser knacken. Und One-Hit. Ich hasse diese Drecksviecher. Alter. Euch die Profis im Werfen an. Nur noch den... Ah, das sind alles Holzblöcke. Ja. Komm mal vom Rand weg. Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. Müssen wir alle looten. Wichtelkappe, wir haben richtig viele Wichtelkappen. 12 bisher. Gibt 20, glaube ich, jeweils. 20 Ogerwurzeln. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber nur 20 Heldenkronen. Also kann ich auf jeden Fall komplett vollpumpen. Du hast keine Chance. Guck mal. Da schmeißt auch noch einer aus dem Dickicht. Du brauchst wohl dringend was hinter die Ohren. Ja, braucht er. So ein Arsch. Ah, ist klar. Sniper hat losgelegt. Du hättest aufgeben sollen. Was denn? Nicht mal eine Münze? Ach, das sieht gut aus. Ich habe schon kurz gedacht, der lootet den jetzt wirklich, aber hat er gar nicht.
Na, na, na. Ne, die hatten wir alle. Pflanzen. Irgendwas. Wir sind ja schließlich Penner und gammeln alles vom Boden auf. Ja, das war jetzt ein bisschen assi. Wir nehmen alles mit, was von Nutzen sein kann. So ist das nämlich. Und wenn wir es am Ende nicht brauchen, ist das auch okay. Arsch. Kurz gedacht, jetzt weicht er wieder aus. Er hasst die Drecksviecher. Du kriegst einen mit der Armbrust. Bam. Du hast keine Chance gegen uns. Komm, Rupert. Zack. Easy. Wir looten in der Zeit mal. Zack. Er hat auch schon Bock. Ich hasse die Viecher. Wie hat er durch die Wand geworfen? Bleib stehen. Bleib stehen. Irgendwo chillt einer in der Wand. Oder da oben oder so. Ja. 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 Hier, Ärsche da hinten. Ja. Kommt und kämpft wie echte Männer. Richtig gehört von hinten. Held, hör mal auf jetzt. Trink mal einen Schluck. Meine Güte. Jetzt schon wieder. Ja, echt so. Was ist denn jetzt schon wieder? Dieser Komplex hier scheint noch gut intakt zu sein. Die Fährte führt genau durch diese Tür in den Berg hinein. Ja, das ist ja schön. Schon gut. Ich halte die Klappe. Danke. Geh weiter. Lass mich mal hier looten. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Steinplatte, sehr gut. Direkt lesen. Hier. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Jetzt. Heute. Ah, genau, ihn hatten wir schon gelootet. Und die Truhe kommen wir nicht dran. Die gibt's nicht. Die ist einfach nicht öffnbar. Bestimmt. Weil da ein Gnom dran war oder so. Wen hat er jetzt durchsucht? Hier ein Skelett, oder? Nein, ein Gnom. Ja. Jetzt kommt wieder das Problem mit dem Höhenunterschied. Der Held kann die Treppe nicht hochschlagen. Wenigstens kann er hochlaufen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Schade. Wo ist Rupert? Kämpft doch hier irgendwo.
der jetzt hin? Boah. Robert, ich will nicht laden müssen. Normalerweise kommt jetzt Rupert wartet. Oder so. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Nicht? Da. Weil genau hier unten Skelettkrieger sind. Aber der kämpft irgendwo. Ich weiß nur nicht wo. Schon weiter reingelatscht? Nee, der ist doch nach hinten gelaufen und hat irgendwen gelootet. Och, Rupert. Ich will nicht laden müssen. Ich speichere mal so. Rupert weg. Nein. Dann laden wir das einfach mal. Mal gucken, ob er wieder auftaucht. Nein, er ist weg. So eine Scheiße. Hier war er noch da. Da ist irgendwo ein Goblin reingepackt. Goblin. Ein Gnom irgendwo reingepackt. Und er wollte dem hinterher. Beziehungsweise hat einen gelootet. In diesen Festungen immer ein Bett. Kommst du raus? Muss mal wieder, na, immer aufpassen auf die Typen. Ist richtig anstrengend. So, hatten wir jetzt die Steintafel. Wir hatten, ja, 79. Sichel. Sehr gut. Diese Treppe, ich wollte gerade sagen, weil er meckert dann wieder. Ja, ja, schon gut, ich hab verstanden. Ich meine ja nur, geh ruhig weiter. Okay. Jetzt geht er doch mit. Rupert, du bist auch komisch. Boah, man kriegt ihn gar nicht angezeigt, den Ring. Ich dachte, man kriegt die Sachen auch angezeigt. Naja, egal. Rupert, wie wär's? Du machst mal den Skelettkrieger hinter dir weg. Als ob ich den daneben gesammelt habe. Der war ja voll drauf. Ha, er kann nicht kommen. Weil er nicht weiß, dass das Regal nicht mehr da ist. Frech. Als ob der Bolzen so schief fliegt. Mal gucken, ob wann er kommt. Ich glaube, er kommt gar nicht. Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. Na, vielleicht kommt er. Manchmal kommen die Leute ja. Bolzen. Goldmünzen. Wie lange haben wir noch? 10 Minuten.
Irgendwas ist hier falsch. Das spüre ich. Diese ganzen Gänge hier unten sind nur eine Finte. Der Gürger muss woanders sein. Hier haben wir nichts verloren. Lass uns wieder abhauen. Alles klar. Bevor Rupert noch... Probleme kriegt... Greift er ihn an? Du hast keine Chance gegen uns! Ja, tut er. Schau mal was. Oh shit. Immer das Ziel tauschen zu dem, der gerade am meisten Schaden gemacht hat. Gut. Danke, Rupert. Die nächsten machen wir dann alleine, wenn der Jürger tot ist. Wir wollen ihn ja nicht überfordern, ne? Wir sind ja froh, dass er da ist. Dass er nicht wegrennt. Aber hier so ein Bett wäre schon cool. Aber das ist in einer anderen Festung, die fast genauso aussieht, aber da ist dann ein Bett. Fleisch. Fleisch. Mal vielleicht auch so ein Fleisch. Wie viel Mana fehlt uns? Ein bisschen. Könnten ja auch. Fressen mal so eine. So eine Beere. Wir müssen auch die kleinen Sachen leer kriegen. Oh shit. Also. Jetzt gehen wir da unten rein. Ringe muss man immer alle durchprobieren. Geht sogar ohne Schlösser knacken. Licht und ein Kelch, ein paar Bolzen. Geil. Naja, was hat man halt auch in so einer Festung gehabt früher? Kelch, Lichtzauber, ein paar Bolzen ist schon so das, was man auch so braucht. Nö. Ogerwurzel. Wäre jetzt so richtig krass, wenn wir hier Stärkeheld wären. Ja! Hier über den Weg zu laufen war ein Förster. Nicht mal eine Münze? Doch, der hat eine Münze. Das geht doch auch auf. Jawohl. Lass uns nicht noch mehr Zeit verplempern. Och Mann, Rupert. Ich will so schnell wie möglich hier wieder raus. Ja, ist ja gut. Warte mal. Lass mich gerade überlegen. Wir irren hier durch das Verlies der widerwärtigsten Kreatur, die ich kenne. Während seine fiesen Gnome uns mit ihren blanken Klingen töten wollen. Ja, verdammt. Ich habe Angst. Beeil dich. Ich will hier wieder raus. Oh ja, entspann dich. Lass mich doch einmal in den Schrank gucken. Vielleicht ist ja was von Wert drin, was uns hilft. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Aber das sieht er ja wieder nicht, der Rupert. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Schutz vor Magie. Nicht schlecht. So, Rupert.
Wir gehen jetzt zum Gürger. Keine Angst. Da! Da ist er! Der Gürger! Was habe ich dir gesagt? Verdammte Scheiße, ist der groß! Bleib ruhig. Wir machen das schon. Okay, okay. Wenn du das sagst, dann aber schnell, bevor ich es mir anders überlege. Ja. Der Gürger ist halt einfach ein Oger. Ich hasse die Viecher. Wir machen jetzt die den Häuptling noch weg. Ich hasse diese Drecksviecher. Jetzt geht's gegen den Gürger, Rupert. Das war dumm von dir. Okay, wir machen schon guten Schaden. Rupert, der Gürger kommt. Hallo? Wir haben ihn getötet. Wir waren's. Und der hier? Ka-ching! Die Rune Schlösser öffnen. Perfekt. Robert? Jetzt hier noch looten. Der sah ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht wie, aber er sah anders aus. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay, ja, wir kommen nochmal her. Wir kommen nochmal her mit richtig Spruchrollen. Warte, was brauchen wir für die Rune? Ein Dietrich, leere Spruchrolle. Zwei Dietriche brauchen wir. Okay. Ja, aber das kriegen wir hin. Steinplatte, sehr gut. Kochtopf. Was man halt so macht in der alten Festung, wo schon seit wahrscheinlich hunderten Jahren niemand mehr war. Erstmal einen Kochtopf. So. Der Gürger ist erledigt. Was denn? Wirklich? Ja klar. Bist du dir sicher? Ganz sicher. Keine Sau hat mir je geglaubt, dass es dieses Monster wirklich gibt. Ha! Und jetzt sind wir schon zwei, die von seiner Existenz wissen. Diesen Schweinen, die mich ausgelacht haben und für verrückt erklärt haben, werde ich es zeigen. Ich danke dir. Du hast mir geholfen, endlich wieder mit hoch erhobenem Kopf durch die Stadt gehen zu können. Hier, ein großer Jäger wie du kann sowas sicher gut gebrauchen. So. Hornbogen. Ich gehe jetzt erstmal zurück zu meiner Hütte. Leb wohl. Und verlier nicht deinen Kopf. Verzeihung. Ja, warum? Also, er müsste doch wenigstens mal den Kopf oder so vom Gürger mitnehmen. Wo ist der Gürger eigentlich? Ah ja, genau, der liegt ja hier. Ja, so wenigstens den Kopf von dem könnte er ja mitnehmen. Aber das macht er ja auch nicht. Weil wie will er das denn beweisen, ohne den Gürger dabei zu haben? Wir gucken jetzt einfach mal, was hier drin ist. Wir haben ja gerade eben einen Schlösseröffner gekriegt. Klack. Oh, ein Lebenstrank. Das ist gut. Das ist schon not bad. Okay. Hier wären wir soweit fertig. Dann gehen wir zurück in die Vulkanfestung und machen uns ein paar Spruchrollen. Da könnten wir ein bisschen was machen. Da machen wir ein paar. Zwei Dietriche oder zwei Knochen. Das machen wir. Aber wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Denn wir haben jetzt ja auch... Hier steht etwas über Magie. Die lesen wir kurz im Vorbeischlendern. Eine goldene Kristallscheibe, die Severin gesucht hatte. Die war ja auch mit dabei. Die hat ja tatsächlich der Gürger geklaut. Und wir könnten dann auch nochmal in der nächsten Folge in die Stadt gehen.
was so für Schwerter gibt. Aber da steht er. Okay. Nächste Folge. Wir quatschen mit Illoma. Ansonsten war es das für heute. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich lese auch gerne Kommentare. Na? Also gerne weiterschreiben. Darüber bin ich auch bereit zu diskutieren. Bis dahin noch ein wundervolles Wochenende. Wir sehen uns morgen. Ciao.